This is Ljubljana, the capital of Slovenia. And they have paved roads. Very beautiful city. I'm on top of a castle. It's very interesting, very beautiful. The Alps behind here, we drove through earlier today. Es war mal Laibach unter der österreichischen Monarchiezeit. Ist wirklich sehr klein, hat nur 300.000 Einwohner. Ganz Slowenien hat 2 Millionen. Wir kennen uns sogar noch ein bisschen aus, sind direkt auf der richtigen Seite ausgestiegen, gehen jetzt zur Information und fragen, wo unser Hostel ist. Wir haben bestes Wetter, die Sonne scheint, wir können mit Flipflops endlich laufen. Der Eindruck von Ljubljana ist wie immer positiv, sogar so positiv, dass einfach nichts los ist. Die Stadt ist irgendwie tot, vielleicht ist es zu heiß, ist natürlich auch Sonntag. Luxuszimmer eingecheckt. Es gibt ganz viel Accessoires, 2 Stühle, 2 Betten, 2 Vorhänge und ein Schreibtisch und eine Lampe und ein Müll. Was brauchen wir denn auch mehr? Dafür haben wir einen mega geilen Ausblick auf die Kirche und das Schloss von Ljubljana. Und da unten laufen auch schon die hübschen Mädels vorbei. Wir haben gestern wieder die Stadttour gemacht, war sehr interessant, aber es ging eher so um Architektur als um Geschichte. Es liegt auch ein bisschen daran, dass hier ein berühmter Architekt war, Pesnec, und der hat viel von der Stadt gestaltet. Schön in Ljubljana. Ljubljana, die Stadt der Liebe, was das ja auf Slowenisch heißt, mit sehr viel südländischem Flair. Man hat sofort das Gefühl, man ist im Urlaub, nicht mehr so günstig wegen der Euro-Einführung. Angenehme Atmosphäre, nur zu empfehlen.